Heute ist es Zeit zu haten, denn ich muss euch einfach die schlechtesten Bücher vorstellen, die ich 2023 gelesen habe. Wenn du das Buch auch gelesen hast und vielleicht eine andere Meinung hast als ich, dann ist das natürlich kein Problem. Schreib mir gerne in die Kommentare, warum dir das Buch gut gefallen hat. Dann kommen wir vielleicht auch in einen sehr interessanten Austausch und ich hoffe, du bist bereit für ein bisschen Hate und Negativität heute. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wird das erste Buch, was ich erwähnen werde, keine Überraschung für dich sein. Und das ist nämlich Say You Swear von Megan Brandy. Und dieses Buch habe ich im Zuge einer TikTok-Challenge gelesen. Also ich habe die ersten drei Bücher, die TikTok mir empfiehlt, gelesen. Und dieses Buch war so schlecht. Oh mein Gott. Wenn ihr es nicht wisst, Say You Swear ist ein College-Romance-Buch und unsere Hauptcharakterin ist in den besten Freund von ihrem Bruder verliebt, solange sie denken kann, und der möchte aber in keiner Beziehung mit ihr, weil es einfach zu kompliziert ist, und ihr Bruder ist auch super overprotective, als wäre er ihr Vater oder manchmal auch ihr Freund. Also diese Dynamik fand ich ein bisschen eigenartig, aber okay, das ist nicht das Problem. Auf jeden Fall lernt sie dann irgendwann einen neuen Typen kennen, verliebt sich in ihn und da passt eigentlich alles. Er ist perfekt für sie, er achtet auf alles, was sie haben möchte und liegt ihr wirklich zu Füßen. Dann wird der andere Typ natürlich eifersüchtig und wir verfolgen dieses Liebesdreieck. Und ich finde, das Buch klingt auch nicht so schlecht, also es ist so eine typische College Romance und wenn man nach so etwas sucht, dann wäre das Buch vielleicht auch nicht so schlecht, aber für mich war es einfach so enttäuschend, denn es ist so viel in diesem Buch passiert, es gab so viel Drama in diesem Buch, oh mein Gott, ich konnte es nicht glauben, es war einfach viel zu viel für mich und ich war dann am Ende schon so genervt, bin das Buch und die letzten Kapitel, die letzten Seiten auch wirklich nur noch überflogen und das Buch war auch so lange, oh mein Gott. Wenn euch Romance-Bücher interessieren, dann verspreche ich euch, gibt es 1000 bessere Romance-Bücher da draußen, die ihr lesen könnt und lest einfach nicht Say You Swear von Megan Brandy. Keine Ahnung, warum dieses Buch so krass gehypt wird im Internet. Ich habe so viele TikToks gesehen und ich glaube auch auf Goodreads hat es so gute Bewertungen und ich verstehe gar nicht warum. Ich habe das Buch mit einem Stern bewertet. Als nächstes bin ich wieder in die Falle von TikTok getreten. Natürlich, was sonst? Ich habe letztes Jahr im Herbst meine Liebe zu Fantasy und Romantasy vor allem entdeckt mit der A Court of Thorns and Roses Serie von Sarah J. Maas und dann war ich lange auf der Suche nach einer Fantasy-Reihe, die die gleichen Gefühle in mir auslöst wie A Court of Thorns and Roses und dann habe ich auf TikTok gesehen, dass die The Bonds That Tie Serie sehr oft empfohlen wurde von Jay Bree und ich fand auch, dass die Kurzbeschreibung von diesem Buch sehr spannend klang. Es ist nämlich auch eine Fantasy-Romance-Geschichte, wie schon gesagt, und unsere Hauptcharakterin ist Ollie und Ollie hat ihre Eltern verloren und in der Welt, in der dieses Buch spielt, hat jede Person ihre Bonded, also Menschen, die aneinander gebunden sind und seit sie jung ist, ist Ollie eigentlich auf der Flucht vor allen anderen Menschen und auch von ihren Bonded, denn sie dachte immer, es ist besser für jeden, wenn sie sich alleine durchs Leben schlägt und sie wollte nichts mit anderen Leuten zu tun haben, sie wollte keine Freunde finden und wir erfahren auch warum. Ollie erfährt dann aber, dass das Schicksal der ganzen Menschheit eigentlich in ihren Händen liegt und dann merkt sie auch, dass es eigentlich vielleicht klug gewesen wäre, wenn sie gemeinsam mit ihren Bonded handelt und nicht nur alleine gegen das Böse der Welt ankämpfen muss, aber ja, das Buch hat, glaube ich, oder diese Buchreihe hat, glaube ich, 6 oder 7 Teile und tu dir das nicht an. Es ist wirklich eine verschwendete Zeit. Ich wusste schon, als ich die Bücher gestartet habe, dass es eher eine trashy Buchreihe wird, aber manchmal finde ich das gut und manchmal macht mir das Spaß, wenn ich mein Gehirn nicht zu sehr benutzen muss, aber das war einfach zu trashy und es gab so viele Spicy-Szenen und so, die Spicy-Szenen waren einfach zu viel. Zu viel. Oh mein Gott, es war nicht gut und ich habe mich wirklich manchmal so fremd geschämt, während ich dieses Buch gelesen habe und macht es einfach nicht. Lest die Serie einfach nicht. Auch wenn sie auf Kindle Unlimited gratis verfügbar ist, macht es einfach nicht. Als nächstes ein komplett anderes Buch und ein komplett anderes Genre. Das ist nämlich ein Dystopian-Klassiker. Ich habe von Aldous Huxley Brave New World gelesen und ich war ziemlich enttäuscht von diesem Buch, muss ich leider sagen. In Brave New World präsentiert uns Aldous Huxley diese dystopische Zukunft, in der die Gesellschaft genetisch manipuliert wird und die soziale Kontrolle ist einfach perfektioniert. Und ich muss sagen, am Anfang war dieses Konzept in den ersten paar Kapiteln wirklich gut erklärt und es fühlte sich wirklich
verrückt an, als wäre man selbst in dieser kontrollierten Welt. Und das ist einfach nichts, wonach ich mich sehne. Und deswegen fand ich das Buch am Anfang eigentlich gut. Aber die Geschichte wird mit der Zeit, also so Mitte bis Ende der Geschichte, so langweilig. Und manche Passagen bin ich tatsächlich auch einfach nur überflogen. Und in dieser dystopischen Zukunftswelt von Huxley gibt es auch einen Stamm, die komplett außerhalb von dieser Kontrolle leben. Und wir verfolgen jeweils eine Person aus der kontrollierten und eine aus der unkontrollierten Welt oder aus der unkontrollierten Gesellschaft. Und als wir dann wieder und wieder in diese moralische Botschaft der Geschichte eingetaucht sind, habe ich einfach gemerkt, wie langweilig es für mich wurde. Und mein Geduldsfaden ist wirklich fast gerissen. Ich hätte das Buch fast nicht beendet und ich war auch eigentlich in einem Leseslump wegen diesem Buch, denn ich glaube, das war im Februar, nur dieses Buch gelesen. Und ja, es war mir einfach zu viel. Ich fand das Konzept interessant, aber leider nicht so gut umgesetzt, keine Ahnung. Ich habe das Buch mit 3 Sternen bewertet, weil ich das Konzept wirklich interessant fand und auch den Anfang und wie Huxley diese dystopische Zukunft erklärt hat, fand ich sehr spannend, aber es war mir einfach zu viel, zu lange und ja, zu langweilig. Als nächstes habe ich hier von Mieko Kawakami All the Lovers in the Night. Wenn ihr es nicht wisst, in diesem Buch verfolgen wir eine Frau in ihren 30ern, die eigentlich die meiste Zeit alleine verbringt. Sie hat mehr oder weniger nur eine Freundin, die ihre Arbeitskollegin ist, aber mit ihr steht sie sich nicht besonders nahe. Und als Fuyoko eines Tages an einem Schaufenster vorbeispaziert, sieht sie, wie langweilig und träge und fade sie einfach aussieht. Und das motiviert sie dann dazu, ihr Leben zu verändern. Aber als sie dann versucht, ihr Leben zu verändern, wird sie immer mehr mit diesen schmerzhaften Erinnerungen der Vergangenheit konfrontiert und ihr Verhalten gerät immer mehr außer Kontrolle. Und ich fand das Konzept des Buches eigentlich wirklich interessant, deswegen habe ich es auch gelesen. Vor allem finde ich die Idee spannend, wenn man Ende 20, Anfang oder Mitte 30 nochmal versucht, sein Leben irgendwie zu verändern. Aber ich fand die Umsetzung einfach nicht so gut. Also ich habe mich gar nicht mit der Hauptcharakterin identifizieren können. Und ich weiß, die Hauptcharakterin war extra ein bisschen unsympathisch geschrieben, was ich auch manchmal nicht schlecht finde. Aber in diesem Fall hat es mir einfach wirklich gar nicht gefallen und ich war super gelangweilt. Es gab ein paar schöne Zitate, aber das war's auch schon. Okay, und dann eigentlich meine größte Enttäuschung dieses Jahr, glaube ich, war von R.F. Kuang, Babel. Wenn ihr mein Dark Academia Video gesehen habt, dann wisst ihr auch schon, was ich über Babel denke. In Babel verfolgen wir ein Waisenkind, Robin, aus China und der wird von einem reichen Engländer nach England gebracht und hat dort die Möglichkeit, am Übersetzungsinstitut Babel zu studieren. In dem Übersetzungsinstitut gibt es auch diese magischen Silberbahnen, die mit verlorenen Bedeutungen und Übersetzungen gekräftigt werden. Und durch diese Silberbahnen hat Großbritannien einfach so viel Geld und eine komplett unübertroffene Macht. Und mit der Zeit bemerkt Robin, dass er eigentlich sein eigenes Heimatland, also China, verrät und auch andere Studenten, mit denen er gesprochen hat, sind nicht mehr wirklich 100% auf der Seite von Babel. Und er wird dann auch Teil einer Secret Society, die diese imperiale Expansion stoppen möchte. Und als Großbritannien dann einen ungerechten Krieg mit China startet, muss sich Robin entscheiden, was er machen möchte. Und ich fand auch wieder dieses Konzept so spannend. Und ich habe im Laufe meines Dark Academia Videos auch gemerkt, wie sehr ich dieses Genre mag. Aber leider fand ich auch hier die Umsetzung wieder so langweilig. Ich glaube, die deutsche Übersetzung von Babel hat mehr als 700 Seiten und es hat sich so gezogen, es war schlimmer wie Kaugummi. Es war, oh mein Gott, es war so langweilig, tut mir leid. Aber diese von 700 Seiten waren vielleicht 200 Seiten spannend und ich fand es so schade, dass wir so viel Text und so viel Information bekommen haben, aber gleichzeitig die Hauptcharaktere so wenig kennenlernen konnten. Also ich weiß nicht, ich konnte keine Beziehung zu den Hauptcharakteren aufbauen und das ist für mich immer schon so ein Kriterium, wo ich weiß, okay, das Buch gefällt mir nicht so gut und werde ich auch nicht so gut bewerten. Ich war so enttäuscht und ich hatte ziemlich hohe Erwartungen an dieses Buch, denn die meisten Rezensionen, eigentlich alle Videos, die ich online über dieses Buch gesehen habe, waren super positiv und ja, ich kann leider einfach nicht zustimmen. Das waren die 5
schlechtesten Bücher, die ich 2023 gelesen habe. Schreib mir gerne, ob es auch für dich dieses Jahr literarische Enttäuschungen gab und welche das waren. Und schreib mir auch gerne, wenn du eines von diesen Büchern, die ich erwähnt habe, gelesen hast. Das würde mich interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal mit einem positiveren Thema wieder. Aber mir hat es heute auch wirklich Spaß gemacht, über die schlechten Bücher zu sprechen. Und ich freue mich auf unseren Austausch. Fühl dich gedrückt und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.